Jo Leute, was geht? Ich bin zurück, Becky. Ich bin wieder da mit einer neuen 24-Stunden-Challenge. Und es geht diesmal um ein bestimmtes Thema, was Becky unter anderem sehr gerne mag bzw. liebt, und zwar Essen. Ihr wisst ja, ich habe ja schon gefühlt den gesamten Regenbogen durchgegessen. Ey, das ist Goals, Leute. Allein diese Vorstellung. Du hast schon mal den gesamten Regenbogen gegessen. Das hört sich auch irgendwie cool an. Ich habe ja auch schon nach einer Form gegessen, und zwar rundes Essen. Aber diesmal, Leute, dachte ich mir, essen wir nach Geschmack bzw. Geschmacksrichtungen. Ja, falls ihr euch jetzt so denkt, hä, Becky, was? Was für Geschmacksrichtung? Wir starten heute mit Erdbeere. Ich habe keine Ahnung, es gibt so viele Geschmacksrichtungen. Wenn ihr auch noch wollt, dass ich andere teste und versuche für 24 Stunden zu essen, dann lasst mich in den Kommentaren eure Vorschläge wissen und votet die mit einem Daumen nach oben, damit ich weiß, was ich als nächstes machen soll. Und ich mache das bei 40.000 Daumen nach oben. Also ihr müsst richtig den Daumen sprengen bei diesem Video, dann mache ich das. Liebe Erdbeere, ich finde, das passt total zu Sommer. Und ich bin gespannt, ob man viel zu Erdbeere findet. Also mir fällt gerade nur so Erdbeerjoghurt ein, Erdbeersüßigkeiten und ansonsten Erdbeerkuchen. Und das war's dann auch schon. Und ich hoffe, ich werde danach nicht Erdbeeren hassen. Ja, ich habe übrigens passend dazu gerade ein Erdbeertop angezogen. Man sieht, ich liebe Erdbeeren. Hallo, also das ist heute mein Tag. Ich check alles im Laden ab, suche nach Erdbeeren. Alles, was es dazu gibt, wo eine Erdbeere drauf ist. Und ich würde sagen, let's go. Ich brauche unbedingt ein Frühstück, Leute. Ich liebe Frühstück. Wir sind gerade in der Obst- und Gemüseabteilung, was nehme ich natürlich mit? Richtig schöne rote Erdbeeren. Erdbeersmoothie. Und das sieht ein bisschen creepy aus mit der Maske. Ich bin gespannt, was ich noch so finden kann. Wenn ihr dachtet, das kann nicht ungesund werden, dann habt ihr falsch gedacht. Ich habe ein Erdbeerdonut gefunden mit Erdbeerjoghurtfüllung oder so. Keine Ahnung, ob der gut ist, aber ich probiere es mal aus. Normalerweise hasse ich die genauso wie diese Dinger mit diesem Gelee drin, diese Kekse. Gott, die meine ich genau die. Ich mag die gar nicht. Mh, sieht das lecker aus. So schön. Oh mein Gott, es gibt sogar eingelegte Erdbeeren. Warum sehen die so komisch aus? Die verliert schon langsam die Farbe. Finde ich sowas voll unappetitlich? Ich weiß nicht. Worauf ich hier so stoße, ne? Das ist mir vorher noch nie aufgefallen, dass es sowas gibt. Oh Mann, Leute, ich gucke hier so und ich sehe das hier. Ich hätte das so gerne, aber das ist Himbeergeschmack. Und dann gucke ich hier oben, das ist auch Himbeergeschmack. Oh Mann, das ist unfair. Stellt euch jetzt mal bitte ein Sad Face vor, okay? Ich kann es gerade nicht zeigen, aber ich bin sad. Leute, ich bin wirklich sad. So, erstmal meine Good Food Vibes Schale. Und da kommt jetzt, ich habe noch ein Frühstück gehabt, aber ich habe noch ein anderes mitgenommen. Und zwar, ich habe ein Frozen 2 Frühstück mit Erdbeergeschmack, Leute. Das ist mit Erdbeergeschmack, das heißt, ich kann es essen. Das ist so cool. Was ich auch noch essen könnte, aber das esse ich vielleicht morgen früh oder so, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, ist das hier, ein Joghurtmüsli mit Erdbeerstücken. Klingt auf jeden Fall super lecker. Okay, sorry für die Optik gerade, aber mal ganz im Ernst. Es gab so leckere Sachen mit Himbeere. Nicht mehr normal, mit weißer Schokolade und so, aber nicht mit Erdbeere. Wenn ihr dachtet, Becky packt jetzt normale Milch hier rein, ja, und ihr denkt so, oh, das reicht locker an Erdbeergeschmack und Erdbeeren, dann lagtet ihr falsch. Becky hat sich Müllermilch mit Erdbeergeschmack geholt und das kippe ich mir jetzt rein. Oh mein Gott. Reicht das? Ich glaube schon, ne? Übrigens, ich war in einem Einkaufszentrum, um einzukaufen. Also da gibt es so einen Supermarkt drin und unter anderem auch ganz viele andere Läden. Und dann bin ich an einem Laden vorbeigelaufen und ich habe das hier entdeckt. Und ich dachte mir so, okay, das muss ich unbedingt mitnehmen. Ich fand das so süß. Und so diese Erdbeertasse hier. Also wenn das nicht purer Einsatz ist, Leute, dann weiß ich auch nicht. Seid bitte stolz auf mich, okay? Ich habe einmal übrigens diesen Smoothie hier gefunden. Ihr wisst, ich liebe Smoothie. Und ja, das ist Erdbeerbanane. Ich habe sonst keinen puren Erdbeersmoothie gefunden. Gibt es auch, glaube ich, nicht so. Aber, Leute, aber. Und so habe ich Erdbeersaft gefunden. Damit habe ich irgendwie am wenigsten gerechnet. Ich dachte vielleicht so Eistee, irgendwie so ein... Ja, okay, Limonade habe ich gefunden, aber damit habe ich nicht gerechnet. Dachte ich mir so, okay, Erdbeersaft, wie geil klingt das denn? Muss ich unbedingt mitnehmen. Und das kippe ich mir jetzt hier in meinen Erdbeerbecher. Oh yeah.
Die Erdbeeren sind noch ein bisschen sauer. Also zumindest gerade das Stück. Aber ich schmecke nur Müllermilch. Mehr nicht. Ich schmecke nur Müllermilch. Und dann diese echten Erdbeeren, also dieser echte Erdbeergeschmack, irgendwie passt das gerade nicht so gut zusammen. Ja, weil die echten Erdbeeren ja halt nicht so süß sind wie die Müllermilch. Irgendwie komische Kombination, aber okay. Was ich euch voll vergessen hatte zu erzählen, ich war ja beim Supermarkt und ich habe ja nur Erdbeersachen gekauft, ne? Und die Verkäuferin guckte mich schon so an, hat mein Erdbeershirt gesehen, hat den Einkauf gesehen. Und dann meinte sie so, da scheint wohl jemand Erdbeeren zu mögen. Ich sagte so, ja, ich mache das für ein Video und ich mache quasi heute eine Erdbeerparty. Und dann hat sie mich noch komischer angeguckt. Jetzt probieren wir mal den Erdbeersaft. Also ich glaube, kalt schmeckt er noch besser, aber, oh mein Gott, der schmeckt richtig lecker. Becky ist in der Küche und das heißt Mittagessenzeit. Ja, und ihr fragt euch jetzt so bestimmt, Becky, was willst du bitte für ein Mittagessen mit Erdbeeren oder Erdbeergeschmack machen? Ja, das habe ich mich auch gefragt, vor allem als ich im Supermarkt war und den kompletten Laden auseinandergenommen habe. Ich war wirklich in jedem Regal, um zu schauen, ob es irgendwas mit Erdbeergeschmack oder Erdbeeren gibt. Aber Leute, wie ihr euch denken könnt, gibt es natürlich nichts. Also es gibt eher so Desserts, Süßigkeiten halt, Getränke, aber nichts Vernünftiges zu essen. Deswegen dachte ich mir, ich muss ein bisschen erfinderisch werden. Und zwar machen wir jetzt Erdbeer-Pancakes. Und zwar habe ich einmal diesen Pancake-Mix geholt. Aber das Ganze mache ich nicht mit normaler Milch, sondern mit Erdbeermilch. Ich dachte mir, was ich drauf essen könnte, wäre Erdbeermarmelade. Könnte vielleicht ganz lecker schmecken. Oder Erdbeerjoghurt. Ich habe den hier gefunden. Erdbeer Panna Cotta, klingt irgendwie lecker. Also eigentlich wollte ich ja ein bisschen Puderzucker drauf machen, aber es sah irgendwie doch kacke aus und ist nichts geworden. Keine Ahnung wieso, weshalb, warum, aber das ist so weggeschmolzen. Vielleicht, weil die Pancakes noch zu warm waren. Und dazu habe ich mir so eine Erdbeerschorle gemacht mit Erdbeerstücken drin. Ich weiß nicht, ob das schmeckt, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht, weil ich habe ja so viele Erdbeeren, Leute. Und ja, wenn das nicht voll Erdbeere ist, dann weiß ich auch nicht. Oh mein Gott! Ey, man schmeckt so ein bisschen Erdbeergeschmack in den Pancakes, weil ich ja Erdbeermilch benutzt habe, aber dann mit der Marmelade. So lecker! Ich glaube, nach dem ganzen Essen heute werde ich selbst zur Erdbeere. Also, das ist nicht mehr normal. Würde man noch Eiswürfel dazu tun? Bestes Sommergetränk. Oh mein Gott, ich glaube, das werde ich jetzt öfters trinken. Aber mit Eiswürfeln. Mit Eiswürfeln ist alles besser im Sommer. Also, ein Dessert muss sein nach dem Mittagessen, okay? Obwohl gefühlt alles ein Dessert ist. Auch die Pancakes allein. So, was darf bei Becky natürlich nicht fehlen? Starbucks! Ja, Starbucks und Donut. Aber einen Donut habe ich schon zu Hause, den habe ich schon im Supermarkt gefunden. Den will ich mal ausprobieren, aber ja, wir gehen jetzt zu Starbucks, denn ich habe da schon so einige Erdbeersachen gefunden und die haben auch unter anderem mein absolutes Lieblingsgetränk, meinen absoluten Lieblingsmilchshake und ja, den werde ich mir jetzt gleich holen. Es gibt einfach mal Strawberry Cheesecake. Oh mein Gott, der sieht schon so lecker aus. Und natürlich Becky's heißgeliebter Strawberries in Cream Frappuccino. Gepflanzt hier mit Bernhard. Ihr seht schon sein Ohr. Moment. Da ist der Gute. Oh, wie süß er gerade in die Kamera guckt. Also irgendwie habe ich das Gefühl, er hat heute einen guten Tag. Aber langsam gibt seine Füllung ein bisschen nach. Ich glaube, ich muss das irgendwie auffüllen. Kann das sein? Er wird ein bisschen schlappi hier. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch was am Notebook bearbeiten. Ich habe hier auch nebenbei noch meine Erdbeerlimo stehen. Die schmeckt so lecker. Und meine Süßigkeiten, die zeige ich euch gleich noch eben. Ja, ich werde noch an was arbeiten für euch, was ich so in Zukunft geplant habe. Aber ich darf noch nicht so viel verraten. Das ist noch ein Geheimnis, das ist noch top secret. Hier habe ich mir einmal Erdbeerschnüre geholt. Ey, Becky eskaliert immer bei Süßigkeiten. Ich kann mich einfach nicht entscheiden, was ich holen soll. Das ist so schwer. Und dann habe ich das hier geholt. Dann habe ich hier noch Joghurette, Erdbeerzuckerwatte. Aber ich werde jetzt nicht so viel naschen, weil
Sonst habe ich Zuckerschock und nein, gar nicht gut. Gar nicht gut. Sonst habe ich nachher am Ende so einen dicken Bauch hier wie Bernhard, ne? Das wollen wir ja nicht. Oh mein Gott, ich liebe Zuckerwatte. Ich finde das so schade, dass es momentan keine Kirmes geben kann. Echt sad. Ich gehe super gern auf die Kirmes. Wer liebt auch Kirmes so sehr? Oh mein Gott, ich hätte so gerne so eine riesige Erdbeerzuckerwatte dort gekauft. Übrigens, wenn ihr bis hierhin geguckt habt und ein richtiges Team Becky-Mitglied seid und Bernhard vermisst habt, dann macht mir jetzt ein Screenshot und postet das auf Instagram und markiert mich darauf. Und ich schaue mir auf jeden Fall die Bilder an und like die. Ja, macht das unbedingt. Ich bin mal gespannt, wie viele das sein werden. Zum Abendessen werde ich jetzt das hier essen. Quark-Joghurt, Erdbeere. Mit diesem Joghurt-Müsli, was ich auch noch morgen früh essen werde, mit Erdbeerstücken drin. Ich dachte mir, ich mache so eine Art Bowl und die zeige ich euch jetzt gleich mal eben. Hier ist meine Erdbeer-Bowl. Ich glaube, die wird ganz lecker schmecken und ich glaube, die wird mich auch satt machen, weil ja auch noch das Müsli dabei ist. Das passt eigentlich auch ganz gut zu dem Quark und dann noch die Erdbeeren dazu. Und als Getränk habe ich mir Erdbeertee gemacht. Der zieht jetzt gerade nur noch ein bisschen, aber das ist der hier und das ist mein absoluter Lieblingstee. Ich liebe den. Und guckt einfach mal die süße Tasse hier an. Und ja, nebenbei werde ich Hotel Transylvanien 3, ein Monsterurlaub, weitergucken. Oh mein Gott, diese Kombination. Ich glaube, das ist mit Starbucks das beste Essen, was ich heute hatte. So, ihr Lieben, ich werde jetzt hier das Video beenden, denn ich werde jetzt nur noch meine Bowl zu Ende essen und den Film zu Ende schauen. Dieselbe Bowl, die ich mir gemacht habe, werde ich auch noch morgen früh essen. Also es wird nichts anderes geben, denn mir hat das richtig gut geschmeckt. Ja, was Vernünftiges zum Mittag zu haben, hat mir ein bisschen gefehlt. Ich meine, ich habe Pancakes gemacht, aber ja, ich glaube, ich habe es ganz gut gelöst. Aber mir hat das schon wirklich gefehlt, irgendwas Normales am Mittag zu essen. So, was nicht süß ist einfach nur. Was hättet ihr mit Erdbeergeschmack gerne gegessen? Was könntet ihr 24 Stunden davon essen? Abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn ein neues Video online ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ja, ich habe euch so, so doll lieb. Bye!